Hallo und herzlich willkommen zurück zu, ja, diesem ekligen Nest hier unten. Wir haben im sehr langen Part letztens das Chaoswesen von Icewith besiegt und ich entschuldige mich für, ich werde jetzt die vier Könige machen und die sind immer im Abgrund versteckt in der Biss und um dort zu wandern, brauche ich jetzt ein spezielles Item, das man von einem weiteren Boss kriegt. Und das ist eben der Boss, den ich mir unbedingt zeigen wollte, der mit der anderen Cutscene, wenn man den DLC mit dem Secret abgeschlossen hat. So, gut, also jetzt eigentlich, was ich sagen wollte. Entschuldigung, wegen der Verspätung von dem Part, also von meinem letzten Part. Ich war die letzten beiden Tage sehr krank, hatte keine Parts mehr vorgemacht. Dieser hat irgendwie sehr lange gebraucht mit dem ganzen Zeug. Fragt mich nicht wieso. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und infolgedessen, ja, war ich halt relativ gebeutelt, nachdem ich Fieber hatte. Mit Fieber arbeitet sich's nicht so schön am Computer. Es geht. Aber aufnehmen ist eigentlich nicht so schön mit Fieber, Husten und Schnupfen. Und man hört es wahrscheinlich in meiner Stimme. Ich glaube, ihr habt mich noch nie unverschnupft gehört. Es ist das Problem, das ich habe, wenn ich allgemein im Winter bin, dass meine Nase eigentlich immer verschnupft. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Wahrscheinlich einfach nur daran, dass ich immer barfuß rumlaufe und sehr oft immer noch mit T-Shirt schlafe und so weiter und so fort. Meine Heizung allerdings eine komische ist, dass die mit der Zeit einfach nicht mehr gescheit heizt, wenn ich mich aufdrehe. Und ich schätze dann, dass und ich bewege mich sehr viel in Schlaf, sprich, ich strampel mir dann meine schöne Decke wieder weg. Und ich schätze, dass im Laufe der Zeit ich einfach mir meine ganze Zeug hier abstrampel, meine Decke. Und so weiter und so fort, und dass ich dann einfach der Kälte ausgeliefert bin. Und ja, das ist jetzt meine These. Dass ich es nicht anders mache, das ist ein Problem von mir. Ich erkenne viele meiner Probleme. Sehr viele sogar. Ich bin zu faul, ich könnte das besser machen, ich könnte dies besser machen, ich könnte über 100% geben, bla bla bla. Das Problem ist, auch wenn ich es erkannt habe, verbessere ich es nicht. Das ist jetzt das Hauptproblem, das ich habe. Dass ich sage, okay, diese Probleme habe ich, aber ich bin ganz okay mit den Problemen. Ich habe kein Problem mit denen. Ich habe kein Problem mit meinem Problem. Ja, so ist es. Meine Probleme sind meine Buddies. So, jetzt sind wir hier wieder. Ja, hier ist tatsächlich ein Boss versteckt. Und jetzt geht das doch ein wesentlich schneller. Nope. So, hier haben wir auch überhaupt noch nicht alle von diesen Illusionen bekämpft. Ich habe ja den Schurken gezeigt, ich habe den Ritter gezeigt, ich habe den Barbaren und den Kleriker gezeigt. Aber es gibt noch eine weitere, ja, einen weiteren Geist, nenne ich es mal. Also zwei, um genau zu sein, zu bekämpfen, aber einer von denen ist einfach nur ein zweiter Ritter. Und ein besonderer neuer Geist, von dem ich auch schon ein paar Mal erzählt habe. Und der lässt mir seine Waffe. Seine Waffe überlässt er mir. Ein sehr netter Mensch. So, warte. Ja. Stirb, stirb, stirb. Schnell. Ach ja, den darf ich ja auch töten, ne? Der sollte mir noch nicht verziehen haben. Naja. Laggy. So. Und bam. New Belly. Oder hast du mir verziehen? Nope. Turning on us from the very start. Have a look at my sword. For it's the last thing you'll see. Wieso glaub ich denn nicht? You poor fool. You. So, ja, der hätte mir verzeihen können, aber ich würde eine ganz. Ich hätte. Eine Sünde hätte ich.
Ich werde beichten gehen müssen und ich hätte eine ganze Menge Seelen blechen müssen. Und da ich die Seelen noch brauche und ich diesen Covenant eigentlich nichts mehr machen möchte, wieso sollte ich? So, hier haben wir irgendwo noch zwei Gegner. Da haben wir den Ritter. Boom. Wie gesagt, einfach wieder normaler Ritter. Ach. Hier ist der neue Gegner. Ein Bogenschütze. Aber wir wissen zumindest, in der PC-Version gibt es keine Bogenschützenklasse. Ich glaube, es gibt eine in PS3-Version. Da gibt es sowas, wenn ich mich recht erinnere. Problem an dem ist halt, er läuft immer weg. Und sobald ich ihn getötet habe, kann ich die Waffe zeigen, die er fallen lässt. Und an der sieht man eben auch, wer ist. Spezifische Waffe. Und der bringt am meisten Seevoll an, 5000. Und das war Fares. Ja, der Geist von dem Kerl, der neben der genauso wie Goth die Drachenhand gejagt hat. Auf einer Stufe mit ihm war als Bogenschütze. Ja, ich kann mit dir auch reden und die sagt mir so, wie kannst du es wagen? Du wirst es bereuen, wir werden dich jagen, bis unser Leben endet, bla bla bla, ist mir egal. So, hier waren wir schon mal für die Stone Set Rüstung und ja, dann bin ich auch schon wieder zurückgegangen. Hier haben wir wieder diese kleinen Mushroom-Kerle. Wir hatten ja so eine große Mushroom, die eine Frau, die uns das gesagt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Gesagt hat, ja, bitte rette unser, rette Dust von Ulysseal. Und die Großen sind extrem gefährlich. Also, die sind langsam, ihr seht ja. Aber die halten sehr viel aus. Und wenn sie euch treffen, dann hauen sie wirklich Schaden. Also, die würden den Großteil meiner Leben einfach mit einem Hieb, mit einem mächtigen Schwinger, vernichten. Wir sehen könnt, die sind sehr tanky. Verlieren aber auch Goldharz, also man muss nicht, ist nicht mal immer sich kaufen, man kann es fahren. So, kriege ich das schnell genug? Ach, dort. So, die blaue Glut. Das ist ein Item, damit kann ich Zauberwaffen schmieden. Und das war es auch schon wieder, was ich machen wollte. Da hinten gäbe es noch eine Ritterseele. Die hole ich mir vielleicht beim Rückweg. Diese kleinen Dinger sind nicht gefährlich. Und es gibt auch noch andere Gegner, so Feline, so wie Alvina, nur größer und nicht grau. Aber es gibt nur drei von denen. Eine von denen bringt 2000 und es ist ehrlich gesagt mehr Aufwand, sie zu töten, als es wert sind. Zumindest in meinen Augen. Und alles, was sie freilegen, ist eine Art, ja, neuer Weg von der einen Phase von hier zur anderen. So, und hier wartet der Boss auf uns. Und je nachdem, ob ich einen Charakter habe, der gerade bei diesem Boss ist oder nicht, kann ich auch zeigen, was die andere ist. Wenn nicht, werde ich es vielleicht in irgendeinem Video mal so zeigen. Werde ich wahrscheinlich machen, einfach nur so als Erinnerung, wie es eigentlich aussehen sollte. Und wenn nicht, googelst du halt einfach. Der Name wird genannt, sagt einfach Cutscene und dann passt es schon. Und das ist ein Kampf, der geht mir immer sehr ans Herz. Bin ich ehrlich. Das ist auch einer von denen. Ich hasse es, die töten zu müssen. Ihr seht, der Odyssey-Beschleuniger ist riesig. So. Durch den mache ich jetzt eine ganze Menge Schaden. So. Und dann. Seht die wunderschöne Katze.
Ja, und der Kampf gegen den großen grauen Wolf Sif beginnt. Also Sif. Und wie ihr seht, den hätte ich schon wesentlich früher machen können, der hält nicht sehr viel aus. Wie gesagt, ich wollte euch nur diese eine Cutscene zeigen. Und der Grund, warum es mir immer sehr herzergreifend ist, wenn dieser Gegner am Sterben ist, dann hat er tatsächlich eine neue Animation. Ich weiß noch nicht, ob er noch einen Angriff überlebt. Ich hoffe einfach mal. Nope. Dann könnte ich es nicht. Auf jeden Fall, er humpelt. Er humpelt dann und seine Angriffe treffen nicht mehr. Das sieht herzzerreißend aus. Das sieht wirklich, wirklich traurig aus. Okay, wir bekommen seine Seele und den Bund des Arturias und zusätzlich noch den letzten der vier Ringe gewinnt. Den Hornissenring. Jetzt haben wir alle Kompagnons, Ritter gewinnt abgeschlossen, alle Ringe. Können wir alle verarschen. Hahaha, jetzt können wir das alle unter die Nase reiben. Hätten wir nicht drei getötet. Fällt mir jetzt, also, man trifft tatsächlich jeden Ritter. Und wow. Wer hätte es gedacht? Wir hätten ihnen das unter die Nase reiben können. So. Wunderbärchen, Wunderklärchen. So, mal aufsteigen nochmal. Wieder Intelligenz oder wieder Beweglichkeit. Ich mache jetzt mal Beweglichkeit wieder. So, und jetzt zum unschönen Teil. Unschön, meine ich wirklich unschön, den Teil, den ich gar nicht mag. Ich muss wieder nach Neulondo. Sehr nah an dem Punkt, in dem ich schon mal gezeigt habe, in dem Punkt, in dem ich auch immer gefarmt habe. Ich weiß nicht, ob ich es schon gezeigt habe. Ich mache es jetzt. Den ich meine großen grauen Brocken gefarmt habe. Und eine kleine Abkürzung, die ich ihm dafür freigeschalten habe. Die ich lange Zeit nicht mal kannte, wenn ich ehrlich bin. Ich wusste, dass es gibt, aber ich habe nie weit genug erkundet. Einfach nur, wie gesagt, ich war in diesem Spiel eine Pussy. Sobald ich einen neuen Weg gesehen habe, wollte ich nicht hin. Sobald ich eine Nebelwand gesehen habe, habe ich geschaut, ob ich einen anderen Weg gehen kann. Ich habe alles Mögliche getan, um Nebelwände und neue Wege zu, ja, zu meiden. Gut. Dieser neue Weg, der hat einen Aufzug, der nach unten geht, und durch die Geister hat es mir gezeigt, keine gute Idee nach unten. Und deswegen hatte ich da keine Lust. Also das ist ein kleiner anderer Hintergrund, aber nichtsdestotrotz, ich war eine Pussy. Große Pussy in Dark Souls. Hat mir aber auch ein paar sinnlose Tode erspart. Hat mich zwar wahrscheinlich lange Zeit gekostet, bis ich mich überwinden konnte, zu den Gegner hinzugehen oder in diese Nebelwand zu schreiten, meistens um zu sehen, dass nicht mal ein Boss dahinter steckt. Und es hat mich ein Weilchen gedauert, aber sowas finde ich in diesem Spiel ist eher wichtig. Weniger so wie ich jetzt einfach hier in der Gegend rumlaufen und cool rumflippen, auch wenn es toll aussieht, bringt es halt einfach schnell den Tod. Und in diesem Spiel, vor allem heute im Zweier, worauf ich mich schon sehr freue, wird es auf jeden Fall ein Let's Play geben. Es wird auch hundertprozentig ein Blind Let's Play, weil ja, das ist, wenn es rauskommt, ist so Abiturzeit bei mir, wird's nicht, da werde ich keine Zeit haben, es mindestens einmal durchzuspielen, um dann gescheit drüber reden zu können. Das wird 100% Blind. Und wahrscheinlich mein erstes Blind Let's Play. Ich weiß nicht, ob ich davor schon eins mache oder nicht, oder so ein teilweise Blind. Gibt es Spiele, die angefangen, aber nicht beendet habe. So, nochmal schnell alles besser. Und wir werden sehen, auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall ein Blind Display von dem geben. Das kann ich versichern. Einfach nur, ich bin ein großer Dark Souls-Fan und das Zweier, darauf freue ich mich schon lang. Der erste große Schlag, das mir allerdings schon verpasst hat, bevor es überhaupt draußen war, ist, dass es für PC 2 Monate später rauskommt als für Xbox One und PS4. Was ich sehr schade finde. Aber hey, man kann nicht machen. Vor allem fies wird heute die Schulzeit, weil wenn ich ihm mit dem Freund, dem Stefan, habe ihn schon öfters hier erwähnt, weil es so ziemlich der einzige ist von meinen Freunden, der Dark Souls spielt. So, hier sind wir in the Valley of the Drakes, im Drachental. Das ist der, das da hinten, dieser große, ja, große Tor. Das ist das, was wir freigeschalten haben, als wir es entsiegelt haben, Neulondo entflutet haben, das Böse sozusagen freigelegt haben. Und
Jetzt sind wir schon wieder hier. Wunderbar. Ruinen von Neulando. Mit unseren guten Freunden, den Wraith Knights. Und hier tatsächlich, das war der Ort, an dem ich die gefarmt habe, nachdem mit 10 Menschlichkeit und den goldenen Drachen, goldenen Schlangenring, konnte man die relativ gut finden, relativ gut farmen. Hier, so, graue Brocken. Lassen teilweise gleich zwei verlieren, verlieren gleich zwei auf einmal, teilweise, selten. Es geht recht schnell, da muss man, das muss man da nicht oft machen. Der Grund, warum ich dann nie so weit gefarmt habe, wie ich eigentlich sollte, teilweise, einfach nur, ich hatte keine Lust, ständig hin und her zu laufen, sprich an diesen Drachen ständig vorbei. Ich hatte keine Lust, sie zu töten, nachdem sie relativ viel aushalten. Und ich muss immer noch den Hellkälteregen töten, fällt mir ein. Okay, nachdem ich... Das mache ich schon noch. Bestimmt. Ist keine Angst, ich werde den Hellkälteregen töten. Wenn es sein muss, mache ich ein extra Video davon, wie ich ihn töte. Der wird sterben. Er wird sterben. Erinnert mich einfach daran, bevor ich dann noch beim letzten Part vergesse. Nämlich... Wenn ich meine Vorbereitung beginne, ich mache ja nicht wirklich eine Vorproduktion, also so 2-3 Videos habe ich normalerweise schon, aber ich spiele halt nicht so viel Dark Souls mehr, einfach nur, ich spiele mit Freunden in letzter Zeit sehr viel Dota, aber entweder keine gute Gelegenheit gehabt, weil ich mich nicht gut angehört habe, weil irgendwas Problem war mit der Technik oder mir einfach nicht danach war aufzunehmen. Deswegen immer noch kein neues Let's Play Together, es wird noch kommen. Es wird weiterkommen. Ich habe schon einige Versuche gestartet, aber die meisten haben damit geendet, dass entweder das Spiel so hardcore abgespackt ist, dass ich das, dass ich die Aufnahme vergessen konnte. Dass ich sie beendet habe, damit ich gescheit spielen konnte. Oder aber, dass wir so dass wir sehr vernichtet wurden. Was an sich kein, ja, kein Problem gewesen wäre für mich. Die Niederlage. An sich kein Problem gewesen, aber am Ende haben wir dann immer sowas gemacht wie, ja, jetzt machen wir nur noch bescheuertes Zeug. Wie einmal haben wir eine Riesenmenge an Kurieren gekauft. Wenn ich sage eine Riesen, das waren über 50 Kuriere. Das waren weit über 50 Kuriere. Und man braucht nur einen. Und wir haben einen über 50 gekauft. Und wir haben den Gegner schön unterhalten, wenn wir unsere Armee losgeschickt haben. Das fanden die auch immer recht witzig. Verständlich, wenn man mich fragt. Und ich glaube, ich habe ihn schon getötet. Hier drin war auch nochmal so ein großer Schleim. So einer, wie es da hinten schon mal war. Den ich ja gezeigt habe, wie man tötet. Der war hier auch noch versteckt. Irgendwann, als ich beim Farmen war, kam er halt raus und ich musste ihn töten. Weil diese zwei hier noch versteckt waren. Ich keine Lust hatte, auf die zu verzichten. Und eins kommt zum anderen. Wenn sie diesen, ja, Leuchtangriff machen, lasst sie euch. Am besten solltet ihr euch nicht greifen lassen, denn wenn sie euch greifen, dann verliert ihr eine Menschlichkeit. Ist mir einmal passiert. Ist jetzt nichts großartig Schlimmes, aber man hat lieber seine Menschlichkeit. Hier, ja, hier kommen noch einmal ein oder zwei Geister. Also nur ganz wenig. Gibt's eigentlich kaum Geister. Hier höchstens als Falle. Oh nicht, da kommt halt hier einer runter. Das war's auch schon wieder so ziemlich. Hier hinten ist der Bossraum. Der Boss. Die Bossnebelwand. Hier hinten ist noch einer von denen versteckt, den habe ich nie getötet. Ah. Wenn ich hätte an den Geistern vorbei müssen, da hätte ich meinen Fluch da aufbrauchen müssen. So, jetzt haben wir's. Wollte ich nicht. Und das ist ja auch einer. Die Wahrscheinlichkeit, dass der das droppt, dass das mal jetzt großartig was ausmacht, ist relativ gering. Und so. Dann hätten wir das auch mal wieder geschafft. Ein bisschen Gesprächsstoff hatten wir auch. Keinen großen Stolper. Keine auf. Also, schon mal ein Vorteil, weil ich mache gerne diese Blblblbl, bin ich ehrlich. So, dann werden wir in der nächsten Folge hier reintreten. Ich werde meine Buffs hier jetzt schon einsetzen müssen. Ja, irgendwie funktioniert das, wenn ich es in der Nebelwand machen möchte, nicht zum Beispiel, zumindest mein Power Within. Danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Ja, bleibt cool, haut rein, ciao.